Katholisch 1 TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Umbau, wenn eine Kirche zum Archiv wird, eine Bestandsaufnahme aus Augsburg. Anbau, der Bibelgarten in Steingaden ist ein Gartenprojekt der ganz besonderen Art. Und Abhängigkeit, wenn das Internet zur Sucht wird, ein Gespräch mit dem Suchttherapeuten Nils Prünn. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Wir haben schon mehrmals darüber berichtet, über den Umbau der Augsburger Stadtpfarrkirche St. Josef zum neuen Archiv des Bistums. Ein ehrgeiziges und innovatives Projekt, das vielleicht zum Prototyp für neue Arten der Kirchennutzung werden könnte. Denn wenn die Pfarrgemeinden kleiner werden und zusammengelegt werden, stehen immer häufiger Kirchen leer. Für die Pfarrgemeinde um St. Josef haben die Planer eine elegante Lösung gefunden. Die Gemeinde bekam eine verkleinerte Kirche am gleichen Platz. Der große Raum der alten Kirche wird zum Bistumsarchiv. Den aktuellen Stand der Umbauarbeiten zeigen wir Ihnen jetzt und auch noch einmal den Weg, den dieser Bau von Dezember 2013 bis heute genommen hat. Das Archiv des Bistums Augsburg platzt aus allen Nähten. Akten und Bücher aus vielen längst vergangenen Jahrhunderten sind hier untergebracht. Eine alte Benediktinerregel aus dem Jahr 820, ebenso wie eine päpstliche Bulle aus dem Jahr 1250. Tausende von Exemplaren, die hier sicher verwahrt sind, aber einfach nicht mehr genügend Platz finden. Und jährlich steigt der Bestand. Neue Räume wurden lange gesucht und dann mit Ideenreichtum und der nötigen Fantasie für neue Möglichkeiten auch gefunden. Es wird ein ungewöhnlicher Standort. Es wird die alte Pfarrkirche St. Josef im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Nach jahrelangen Planungen lagen im Mai 2014 alle Voraussetzungen und Baugenehmigungen vor. Aus der großen Kirche wird ein großes Archiv. Aus dem ehemaligen Altarraum ist eine neue, viel kleinere Kirche entstanden. Die neue Raumdimension passt zur heute deutlich kleineren Pfarrgemeinde mit nur noch rund 2400 Katholiken. Das große Kirchenschiff von St. Josef ist entkernt. 13,6 Millionen Euro wird der Bau insgesamt kosten. Rund 1,5 Millionen Euro waren außerdem für den Umbau des Altarraums zur neuen Kirche St. Josef notwendig. Im Eichacher Stahlbauunternehmen Hausmann sind die Pläne und Bauzeichnungen inzwischen fertig abgeschlossen und umgesetzt. In den Hallen lagern jetzt 837 große Stahlteile und warten auf ihren Einbau in das entkernte Kirchenschiff. Über 300 Tonnen Stahl wurden benötigt, rund 5000 Schrauben werden die Konstruktion am Ende zusammenhalten. Ein paar wenige Arbeiten sind vor Ort noch nötig, dann werden die einzelnen Teile, die hier in den Hallen liegen, nach Augsburg transportiert. Auf einer Raumhöhe von 14,5 Metern werden in St. Josef 5 Stockwerke entstehen. Die Konstruktion wird 1,2 Tonnen pro Quadratmeter tragen müssen. Dabei wird das gesamte System völlig unabhängig von den Außenmauern gebaut, sodass der Bestand der historischen Kirchenmauern unangetastet bleibt. Wir haben die ganze Kirche entkernt. Wir haben eine Pfahlgründung in den Boden rein fertigen lassen durch eine Baufirma. Die Firma Lindermeier hat jetzt hier auf die Pfahlgründung den Boden in Beton ausgeführt mit Aussparungen für die Stahlstützen, die jetzt dann nächste Woche montiert werden. Das ist ungefähr dasselbe System. Also da habe ich das zum ersten Mal gesehen, wie auf dem Hubschrauberlandeplatz vom Zentralklinikum. Da haben die auch ein Stahlgerüst auf das Dach draufgestellt, den Stahlrahmen mit den Hollerrippblechen ausgefüllt, bewährt, Fußbodenheizung rein, dass der Hubschrauber da praktisch eisfrei ist. Und es ist eigentlich ein ziemlich wirtschaftliches und schnelles System. In St. Josef stehen inzwischen die ersten Stahlträger. Stück für Stück werden sie eingebaut. Jetzt ist es langsam vorstellbar, wie der leere Raum gefüllt wird. Später werden hier 21.000 Regalmeter voll mit Büchern und Akten stehen. Bauleiter Huttner und Architekt Heuberger sind zufrieden. Alles läuft nach Plan. Das neue Verwaltungsgebäude steht. Die Estricharbeiten sind in vollem Gange. Rund 35 Firmen aus ganz Bayern arbeiten hier an dem neuen Archiv. Der frühere Kirchenraum ist nicht mehr wiederzuerkennen. Alle 5 Stockwerke sind eingezogen worden. Das Erdgeschoss bietet 1100 Quadratmeter Nutzfläche, die Stockwerke darüber jeweils 550 Quadratmeter. Insgesamt also riesige 3300 Quadratmeter Nutzfläche. Vormontiert sind bereits die Schienen für die Buchregale. Das Bistumsarchiv wird hier optimale Bedingungen in Sachen Belüftung, Sicherheit und Brandschutz bekommen. Und das ist gut so, gelten doch Kirchenarchive als Mütter aller Archive. Doch zurück zu den Bauarbeiten. Die Außenanlagen werden im September angelegt. Die bauliche Fertigstellung ist für Ende des Jahres geplant.
Die Herausforderungen sind natürlich bei dem Kirchengebäude der Umgang mit dem Bestand. Das heißt, man stößt natürlich immer wieder auf Überraschungen, die man sowohl konstruktiv als auch statisch bewältigen muss, die einem natürlich auch planerisch gewisse Herausforderungen stellen, sind aber zwischenzeitlich alle gelöst. Auch was natürlich das große Thema Brandschutz in dem Gebäude angeht, das natürlich eine Herausforderung für sich darstellt, auch von dem Volumen her, das da zu bearbeiten ist. Wir haben eine Gesamtkubatur von ungefähr 23.000 Kubikmeter, die in Bearbeitung ist natürlich von der Abwicklung her anstrengend und herausfordernd, aber ist eine sehr schöne Aufgabe, das so zu bewältigen, wie es momentan funktioniert. Ja. Das Bauprojekt könnte wegweisend sein für die Umwidmung von leerstehenden Kirchenräumen. Im Einklang mit dem Denkmalschutz ist mit dem Umbau zum Bistumsarchiv wieder eine kirchliche Nutzung des Gebäudes gefunden. Außerdem wird für den Augsburger Stadtteil Oberhausen ein neuer städtebaulicher Akzent gesetzt. Wenn die Bauarbeiten Ende des Jahres fertig sind, werden wir sie noch einmal dort herumführen. Jetzt führen wir sie aber als nächstes an einen Ort des Geistes, der Besinnung und des Glaubens. Wir führen sie in ein Kloster. Über Jahrhunderte hinweg waren Klöster Zentren der pflanzlichen Heilkunde. Die vier Säulen klösterlicher Gartenkultur, also Heilung, Ernährung, christliche Spiritualität und Muße, haben sich engagierte Menschen in Steingaden zum Vorbild für ihren Klostergarten gemacht. Dieses Gartenprojekt auf dem Gelände des Prämonstratenserklosters in Steingaden haben wir uns einmal genauer angesehen. Einen besseren Platz für den Klostergarten als hier direkt vor der Kirche St. Johannes Baptist hätte es wohl kaum geben können. Denn hier unterhielt schon das ehemalige Kloster der Prämonstratenser vor über 800 Jahren einen Garten mit Nutz- und Heilpflanzen. Der geriet allerdings in Vergessenheit, bis vor einigen Jahren, als der Obst- und Gartenbauverein die Idee hatte, auf dem etwas ungepflegten Grundstück wieder etwas Schönes anzulegen. Und so kam es dazu, dass viele fleißige Helfer in zahllosen ehrenamtlichen Arbeitsstunden den Klostergarten St. Johannes wieder neu erschufen. Es sollte etwas entstehen, das Natur und Spiritualität verbindet. Ganzheitlich heißt für mich, die Medizin zu verbinden mit der Religion. Und hier, früher hat man, die Klostermedizin hat es ja eigentlich gemacht, der Priester war zugleich Arzt. Arzt und Priester. Und das ist getrennt worden leider im Konzil von Clairvaux. Und in unseren Tagen sehnen wir uns wieder nach Ganzheitlichkeit, den Menschen als Ganzes zu sehen, Körper, Geist und Seele in Einheit zu bringen. Und das ist mir ein großes Anliegen, hier in diesem Garten das zu integrieren auf in der Sprache der Natur und der Kunst. Die Sprache der Natur und die Sprache der Kunst. Beides wird hier mitten in Steingaden erlebbar. Und natürlich sind es auch die vielen Begegnungen, die hier im Klostergarten ganz spontan passieren, die den Garten für viele Menschen so wertvoll machen. Der Obst- und Gartenbauverein hat hier ganz Besonderes geleistet, indem er diesen Garten hergerichtet hat und hier auch spirituelle Elemente gesetzt hat, sprich auch den Kräutergarten aus hergerichtet, wie in den letzten Klostertagen, das Labyrinth. Verschiedene Sachen wurden angelegt und viele, viele Menschen kommen hier, um Kraft zu finden, um einfach hier auch den Ort zu genießen, hier im Schatten der Kirchtürme von Steingaden auch zum Sitzen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Ort zur Erholung, um die Seele baumeln zu lassen. Für den Obst- und Gartenbauverein Steingaden selbst war und ist der Klostergarten ein Glücksfall. Beim Bau und der Gestaltung des Gartens haben sich die Mitglieder untereinander noch einmal besser kennengelernt. Und bei der regelmäßigen Pflege bleibt immer auch Zeit für Gespräche. Für mich ist es eine wunderschöne Geschichte mit einem tollen Ende, was jetzt hier entstanden ist einfach. Also ich finde es toll, was wir erschaffen haben, wie es sich entwickelt hat, wie die Besucher das annehmen und ins Gespräch kommen mit den Besuchern, das finde ich also faszinierend. Wer sich hier im Garten aufhält, kann auch nach vielen Besuchen immer wieder etwas Neues entdecken. Im Mittelpunkt des Klostergartens steht das Labyrinth, in dessen Eingang zwei Fußabdrücke geprägt sind. Sie stammen vom ältesten und vom jüngsten Mitglied des Vereins. Mit der Frage Quo Vadis, wohin gehst du, des heiligen Norbert von Xanten, dem Begründer des Prämonstratenserordens, soll sich jeder Besucher des Labyrinths beschäftigen. Bei der Gestaltung des Gartens hat dieses Labyrinth einen ganz zentralen Platz eingenommen.
Das Labyrinth ist die spirituelle Mitte dieses Gartens, ist ein altes Symbol, also nicht im Sinne von Irrgarten, das wird immer falsch verstanden, ein altes Symbol des Lebensweges des Menschen hin zur eigenen Mitte und zur Mitte von Gott in der Mitte unseres Lebens. Das Labyrinth symbolisiert, den alten Menschen hinter sich zu lassen und neugeboren wieder rauszugehen. Die Labyrinthmitte ist ein Ort der Wandlung und der Heilung. Wer den Garten in Steingaden besucht, soll sich mit allen Sinnen angesprochen fühlen und vielleicht auch ein wenig über sich selbst nachdenken. Allerdings soll dieses Nachdenken nicht mit erhobenem Zeigefinger angeregt werden. Wer möchte, kann hier einfach das Zusammenspiel von Heilpflanzen und Spiritualität, von Natur und Religion genießen. Der Klostergarten in Steingaden steht übrigens jedermann offen. Wer möchte, kann sich dort zu Führungen anmelden oder einfach nach Lust und Laune selbst auf Entdeckungsreise gehen. Das Mehrgenerationenhaus Casa Cambio in Kissing ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, ein Ort des Gesprächs und des Austausches. Es ist eine Bereicherung für alle und steht jetzt auch Flüchtlingen offen. Wir stellen Ihnen das Mehrgenerationenhaus in Kissing vor. Zuerst sehen Sie aber unsere Kurznachrichten. Anlässlich des Welttages der humanitären Hilfe am vergangenen Mittwoch haben die Malteser auf ein von traurigen Rekorden geprägtes erstes Halbjahr zurückgeblickt. Dabei erinnerten die Malteser nicht nur an die Lage der knapp 60 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, sondern auch an die Opfer von Überschwemmungen und Erdbeben. Im Bistum Augsburg ist der Malteser Hilfsdienst seit 1962 aktiv. 200 Mitarbeiter und 1300 ehrenamtliche Kräfte unterstützen diese Arbeit. Wenn Sie sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren möchten, dann können Sie sich am 15. September um 18.30 Uhr in der Malteser Geschäftsstelle Augsburg unverbindlich über die Möglichkeiten des Ehrenamtes informieren. Die Förderstiftung der katholischen Jugendfürsorge hat jetzt eine Spende in Höhe von 5.000 Euro für das Projekt Frühe Hilfen am Josephinum erhalten. Bei diesem Projekt erhalten junge Eltern vor der Geburt ihres Kindes und in dessen ersten Lebensjahren Unterstützung bei allen Fragen und Problemen. Der Spendenbetrag war im Rahmen der 16. Benefizgala des Ärzteorchesters, des Ärztlichen Kreisverbandes und der Medizinischen Gesellschaft zusammengekommen. Kommenden Sonntag wird vorerst zum letzten Mal ein Sonntagsgottesdienst in der Basilika St. Peter in Dillingen gefeiert. Dann wird die Kirche wegen dringend notwendiger, aufwendiger Sanierungsmaßnahmen für mindestens 2 Jahre für die Öffentlichkeit geschlossen. Das schwere Dach drückt die Mauern nach außen. Es besteht die Gefahr, dass das Gewölbe nach unten fällt. Grund dafür sind Konstruktionsfehler, die beim Bau der Kirche im 16. Jahrhundert gemacht worden sind. Für die Sanierung sind rund 2,5 Millionen Euro eingeplant. Mit Innenrenovierung könnten es am Ende 3 Millionen Euro werden. 70% der Kosten übernimmt die Diözese Augsburg. St. Peter in Dillingen ist nach dem Dom die bedeutendste Kirche des Bistums. Jahrhundertelang war Dillingen der Sitz der Augsburger Bischöfe. Viele Priester sind hier geweiht worden. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Bericht über das Mehrgenerationenhaus in Kissing. Dort kommen in ganz besonderer Atmosphäre Jung und Alt zusammen und jetzt auch Flüchtlinge. Außerdem haben wir mit Nils Brünn von der Caritas über das Thema Medien- und Internetsucht gesprochen. Also bleiben Sie dran. Die Stimme des katholischen Deutschlands, die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche. Wir machen Mut zum Leben. KJF. Casa Cambio, das ist Spanisch und heißt so viel wie das Haus, in dem die Zeit nie stillsteht. Ein Haus, das stets voller Leben steckt. Das Mehrgenerationenhaus Casa Cambio in Kissing
ist ein solches Haus ein Treffpunkt für Jung und Alt, ein Ort des Gesprächs und des Austausches. Und als solches hat es die katholische Kinder- und Jugendfürsorge im Bistum Augsburg, kurz KJF, vor einigen Jahren auch gegründet. Wir haben das Mehrgenerationenhaus in Kissing besucht und zeigen Ihnen, was es so besonders macht. Drei Generationen auf einer Spieldecke vereint. Ein Anblick, der heutzutage immer seltener geworden ist. Denn die klassische Großfamilie, bei der Großeltern, Kinder und Enkel in einem Haus wohnen, gibt es fast nicht mehr. Und in der Öffentlichkeit beschränken sich die Angebote meist auf eine ganz bestimmte Zielgruppe. Im Mehrgenerationenhaus Casa Campio ist das anders. Dort trifft sich Jung und Alt und alle profitieren davon. Die ältere Generation hat einfach ganz viel an Wissen, an Ressourcen, an Lebenserfahrung, die sie weitergeben kann. Und zum anderen ist es einfach heutzutage so, Jung und Alt wohnen ganz oft nicht mehr an einem Ort. Es ist nötig, dass man wegen der Arbeit woanders hinzieht, die Kinder sind weg, die Oma wohnt woanders und der Kontakt wird weniger. Also dieser natürliche Kontakt, den es früher gab, den muss man jetzt, sage ich, ein Stück weit künstlich herstellen. Das heißt, Gelegenheiten bieten, wo sie in Kontakt kommen können. Und hiervon gibt es im Casa Campio genügend. Heute ist es ganz besonders wuselig. Denn zum offenen Kaffeetreff am Vormittag treffen die Mamas, die zum Quatschen gekommen sind, auf die Kids aus dem Krümeltreff und auch die Strickliseln, wie sie sich selbst nennen, sind mit dabei. Und das ist dann eine ziemlich lebendige Mischung. Jeder kann und soll sich mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnissen, seinem Wissen und seinen Ideen einbringen. Und da lernen die jungen Muttis von den älteren Damen nicht nur die richtige Technik beim Stricken. Gerade am Anfang, als die frisch auf die Welt gekommen sind, die Irmi war Institution, die hat mich nach schlechten Nächten oft aufgefangen. Auch die Emma ist in der Maxi-Gruppe, fühlt sich total wohl, also ist wirklich super. Wir lachen, wir sind traurig, wir wälzen die Probleme der Welt. Wir unterhalten uns über Fußball. Und über andere Dinge reden wir auch, aber das sagen wir nicht öffentlich. Selber sehr viel Lebenserfahrung, weil ich ganz lang Mama war. Und da gibt es den einen oder anderen, gute Gespräche gibt es, kann den einen oder anderen Tipp weitergeben. Man kann sich austauschen, jetzt auch vorhin mit dem Stricken eben, dass die MA Sachen erklären oder zeigen, die man jetzt noch nicht so gebraucht. Das sind viele ältere Leute, die alleine zu Hause sitzen. Und hier hat man halt die Gemeinschaft. Und wenn man dann das Krabbelvolk dazu sieht, das ist einfach schön. Das ist doch herrlich, wie sie die Frauen heute treffen können. Und das ist doch fein. Im Gegensatz zu anderen Mehrgenerationenhäusern oder zum Mehrgenerationenwohnen ist das Casa Campio kein Zuhause für Jung und Alt. Hier wohnt niemand. Stattdessen wird es als offener Treff betrieben. Die Leute können kommen und gehen, wie sie wollen. Können sich die Angebote herauspicken, die ihnen zusagen, wie hier die wöchentliche Maxi-Gruppe für Kinder ab 2 Jahren. Aber es spielt sich nicht alles hier ab. Die Lese-Omi zum Beispiel geht regelmäßig nach draußen. Die Lese-Oma ist eine, die liebt Kinder über alles, hat aber selber keine Enkel. Und die geht dann in den Kindergarten einmal in der Woche und mit einer kleinen Gruppe von 5 bis 6 Kindern in einem ruhigen Raum schauen sie Bilderbücher an, sie erzählt Geschichten, liest auch die Bücher vor. Und das ist, ich glaube, für die Kinder genauso schön wie für die Oma. Ein ganz besonderes Angebot hat Werner Schimm. Als langjähriger Personalchef eines großen Unternehmens hat der heute 74-jährige Rentner viele Erfahrungen im Berufsleben gesammelt und gibt nun in einem Bewerbungstraining all sein Wissen an Jugendliche weiter. Die jungen Leute lernen es bei einer Schule in etwa, wie man sich bewirbt, aber da fehlt natürlich die Praxis. Ich will jetzt nichts gegen die Schule sagen, aber Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich mehr in dieser Angelegenheit Theoretiker. Ich bin der Praktiker, ich habe es jahrzehntelang gemacht und ich merke immer wieder, wie teilweise blauäugig Schülerinnen und Schüler zu einem Bewerbungsgespräch gehen. Die Praxis, die ich dann den Schülern und Schülerinnen beibringe, das ist natürlich der große Wert für die, der Einstieg dann ins Berufsleben auch dementsprechend. Zurück zum Krümeltreff. Noch immer sitzt die 81-jährige Anna Meier zwischen Emil, Lukas und Co. Hemmungen oder gar Berührungsängste hat hier niemand. Denn das Casa Campio ist für seine Besucher längst zu einer Art öffentlichem Wohnzimmer geworden. Ein Wohnzimmer für Jung und Alt, egal welcher Kultur, Religion oder welcher Schicht sie angehören.
Sie sind da, wenn unsere Pfarrer Urlaub machen. Ohne Urlaubspfarrer geht im August gar nichts. Und wir wissen zu schätzen, dass sie da sind. Für die Urlaubspfarrer selbst ist die Zeit in Deutschland nicht nur eine willkommene Abwechslung. Viele nutzen die Gelegenheit, um ihr Deutsch zu verbessern, neue seelsorgerische Erfahrungen zu sammeln, aber auch um uns über ihr Heimatland und die dortigen Probleme zu informieren. Pater Raphael Wade kommt aus der Republik Senegal im Westen Afrikas, im Gebiet der Sahelzone. Bis Ende August ist er in der Pfarreiengemeinschaft Oberstdorf. Außerdem setzt er sich hier vor Ort für ein Hilfsprojekt ein, das er in seiner Heimat seit vielen Jahren selbst betreut. Wir haben ihn in Oberstdorf besucht. Er ist wieder einmal da. Alle 2 Jahre übernimmt Abbé Raphael Wade die Urlaubsvertretung der Pfarreiengemeinschaft Oberstdorf. Und das schon seit über 20 Jahren. Man kennt den Geistlichen hier im Ort. Der 70-Jährige wurde vor 41 Jahren zum Priester geweiht. Er hat in Rom und Straßburg Theologie studiert, spricht 7 Sprachen und ist Seelsorger mit Leib und Seele. Und auch wenn das Wetter hier nicht immer so freundlich erscheint, fühlt sich Pater Raphael jedes Mal herzlich willkommen. Er freut sich auf die Arbeit in diesen 4 Wochen, auch wenn das immer Herausforderungen mit sich bringt. Also das erste Problem ist die Sprache. Also 11 Monate, dass ich fast nicht Deutsch spreche, denn wenn ich zurück wiederkomme, muss ich noch Deutsch lernen, weil ich habe nie Deutsch in der Schule gelernt. Es war immer so, wenn ich hier in Deutschland komme, ich lerne etwas. Also erste Schwierigkeit ist die Sprache. Zweite bleibt immer. Ich komme von Afrika. Sie sind Deutsche, Europäer und ich verstehe nicht immer, aber es ist für mich immer interessant zu entdecken, Leute, wie sie sind, wie sie denken, wie sie sind miteinander. So. Und das ist sehr interessant für mich. Unterschiede bei Kultur und Mentalität, eine reizvolle Erfahrung für den Urlaubspfarrer. Auch die Kontakte, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben, sind ihm wichtig. Gottesdienste, Taufen, Beichtgelegenheiten, Krankenbesuche, all das gehört während seiner Vertretung zu den Aufgaben von Pater Raphael. Der 70-Jährige erzählt den Allgäuern dabei auch von seiner Heimat, dem Senegal. Dort sind die Christen in der Minderheit, leben aber in Frieden mit den Muslimen zusammen. Außerdem gibt es große Unterschiede, was das Leben in den Pfarreien bei Pater Raphael zu Hause angeht. Für uns ist die Liturgie sehr, sehr wichtig. Unsere Kirche sind immer voll, erst mit der Jugend. Jugend und Frauen kommen also regelmäßig und unsere Messe sind sehr populär und dann sozial. Also da ich selber bin besonders da sensibel. Die Schwierigkeiten, die die Leute haben in Senegal, der Armut, Essen ist nicht immer sicher. Und was ich habe seit einigen Jahren gemerkt, ist, dass die Leute leiden mehr in die Städte als auf die Dörfer. Mit den humanitären Problemen seiner Heimat beschäftigt sich Pater Raphael schon seit Jahrzehnten. Auch seinen Aufenthalt in Oberstdorf nutzt er für Vorträge über den ihm vertrauten Allgäuer Verein Hilfe für Afrika, Wasser für den Senegal. Die Idee zu diesem Verein entstand Ende der 1980er Jahre, als der Oberstdorfer Franz Bickel zum ersten Mal in den Senegal reiste und sich bei Pater Raphael über die Hauptnöte der Menschen vor Ort erkundigte. Ich habe ihm gesagt, erste Problem Wasser, zweite Problem Wasser, dritte Problem Wasser. Er hat ja gesagt, dann er ist zurück nach Deutschland, hat wahrscheinlich überlegt mit Freunden und dann ist wieder nach Senegal gekommen. Ich war auf eine andere Pfarrei, das ist 1992, hat mir gesagt, Raphael, ich möchte mit meinen Freunden einen Verein gründen, um die Bevölkerung hier zu helfen für Wasser, also um Brunnen zu graben. Damit hat alles angefangen. Durch Hilfe zur Selbsthilfe entstanden mittlerweile über 70 Brunnen mit Trinkwasser.
Außerdem konnte der Verein 15 Schulen bauen, Frauengruppen unterstützen und Kindern durch Patenschaften eine Ausbildung ermöglichen. Alles in allem hat sich dadurch bereits viel verändert. Ich glaube, dass es ist ein Verein, der muss lang leben und bleiben. Und das ist möglich, nur wenn die Deutschen diesen Verein helfen. Ja, also wirklich, es ist nicht nur an die Leute, die an diesen Verein gehören, aber ich habe gemerkt, schon in Senegal, viele Vereine aus Deutschland arbeiten. Also im Namen aller Senegalesen, ich sage es den Deutschen, vielen Dank. Voilà. Bei aller positiven Entwicklung geht das Engagement des Vereins natürlich weiter. Es gibt noch viele Probleme im Senegal. Pater Raphael will sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Hilfe auch wirklich vor Ort ankommt. Seine Zeit in Oberstdorf genießt der 70-jährige Geistliche trotzdem. Er freut sich über seine verbleibenden Tage als Urlaubspfarrer hier am Ort. Die meisten von uns nutzen das Internet und den Computer jeden Tag. In der Arbeit, zu Hause, zum Spielen. Es ist praktisch und es ist nützlich. Wie alles im Leben gibt es auch hier zwei Seiten. Computerspiele, Internet, Medien, all das kann auch süchtig machen. Wir reden dabei nicht von harten Drogen, aber wir reden von echter Abhängigkeit. Mit all den negativen Folgen für die Betroffenen. Nils Brün vom Caritasverband arbeitet seit vielen Jahren als Suchttherapeut und kennt sich, wie kaum ein Zweiter, auch auf diesem relativ neuen Gebiet der Suchtfachambulanzen aus, der Medien- und Internetsucht. Herr Brün, fangen wir an mit der Internetsucht. Hier geht es vor allem um Spielsucht. Wer ist denn da gefährdet und warum? Ja, man kann natürlich nicht so verallgemeinern, aber in der Regel sind es natürlich schon junge Menschen, labile junge Menschen, die auch soziale Phobien haben, die eine gewisse Unsicherheit haben in ihrer sozialen Kompetenz. Leute, die in der Kindheit schon ADHS diagnostiziert bekommen haben oder halt leichte Depressionen haben, Ängste haben, kriegen ich Selbstwertgefühl, solche Sachen. Eigentlich kann man sagen, junge Menschen, die nicht so glücklich sind in ihrem Leben und schwer fällt, Freundschaften aufzubauen. Wann erkennt man denn Sucht? Was ist eigentlich Sucht? Ist es die Zeit, die man braucht tatsächlich, oder ist es eine bestimmte Qualität? Ja, man kann schlecht an der Zeit festmachen, gerade beim Internet, weil man ja heutzutage alles mit dem Internet macht, also von Musik hören bis Lesen, Fernsehen gucken, Spielen und so weiter. Deswegen sind die Zeiten nicht ganz so entscheidend. Es kann ein Indiz dafür sein, dass ein Problem kommen könnte. Ne? Eigentlich, man merkt so ein bisschen, dass die Leute sich abkapseln, dass sie ihre sozialen Pflichten vernachlässigen, ja auch Freunde und Familie einfach ein bisschen vernachlässigen und sich so in ihrem Zimmer zurückziehen. Ganz schlimm wird es dann, wenn sie sich alles verdunkeln und gerade dieses Tag-Nacht-Rhythmus gar nicht so richtig mehr mitkriegen wollen und so weiter. Dann wird es so richtig extrem auch. Ne? Verändern sich diese jungen Menschen dann auch in der Persönlichkeit? Ja, auch. Sie werden ruhiger, sie werden introvertierter, ein bisschen stiller und gehen halt nicht mehr so gerne raus. Man merkt ja auch, dass das mit dem Selbstwertgefühl dann einfach immer auch schlechter wird. Ne? Wenn man das jetzt zum Beispiel im Umkreis sieht, im Freundeskreis, in der eigenen Familie, was kann man tun? Oder wenn der Betroffene selber merkt, hey, mit mir stimmt was nicht mehr, was kann der Betroffene tun? Er kann eine ganze Menge machen. Er kann erstmal sich selber reflektieren. Er muss natürlich ehrlich zu sich selber sein. Er muss gucken, hat mein Internetkonsum, ist es mehr geworden, ist es intensiver geworden? Dann kann ich einen Selbsttest machen. Ich kann mal gucken, dass diese Aktivitäten, wo ich am meisten Zeit für brauche im Internet, dass ich die einfach mal eine Woche lang sein lasse, komplett sein lasse. Wenn er das hinkriegt, das ist ja super. Wenn nicht, dann muss einfach auch mit seinen Freunden und Familie das Thema auch mal ansprechen. Und er kann natürlich auch jederzeit zu uns kommen und sich einfach nur Tipps und Ratschläge holen, wie er dann seinen Alltag wieder neu gestalten kann, ohne Computerzeit. Und dann bleiben ja auch Freizeitlöcher übrig, die gefüllt werden müssen. Und wie er die wieder auffüllen kann. Und da kann sie einfach Tipps und Ratschläge holen, und ohne dass er jetzt großartig, dass er da jetzt irgendwie nun irgendwas an Geld bezahlen muss oder sonst was. Ne? Also ist auch alles sehr anonym. Heute geht ja eigentlich ohne Internet und ohne Computer gar nichts mehr. Das heißt, wie groß ist eigentlich die Rückfallgefahr? Na ja, klar, die Rückfallgefahr ist natürlich da. Beim Substanzkonsum könnte man Abstinenz von dieser Droge als Ziel haben. Das ist natürlich beim Computer nicht möglich, weil das Internet ist immer da. Man muss wissen, welche Aktivitäten gefährlich für denjenigen sind. Also welche Spiele, welche Social Networks und so weiter. Und was das Computerspielen für eine Funktion in dem Leben hat von den Betroffenen. Und wenn ich das weiß, kann ich das ja ausgrenzen. Und dann muss ich halt auch Verhaltensregeln entwickeln, dass ich mich davon fernhalte.
Ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich keine Suchtverlagerung habe, indem ich dann irgendwie mit dem Computerspielen aufhöre, aber dann anfange, Alkohol zu trinken oder zu kiffen. Ne? Also je nachdem, diese Suchtverlagerungen kommen auch häufig vor, da muss ich so ein bisschen aufpassen dann. Ne? Neben der reinen Internetsucht oder als Internetabhängigkeit gibt es ja auch diese Spielsucht. Einerseits im Internet, dann andererseits aber auch in Spielhallen, die jetzt immer mehr aus dem Boden schießen in jeder Stadt. Wie kann man das verstehen, dass die Menschen davon so angezogen werden? Ja, die Spielhallen, das sind ja so Szeneräume für Leute, wo sie sich einfach wohlfühlen, wo sie angenommen werden, wo sie Gleichgesinnte treffen, wo sie auch hofiert werden und was zu trinken kriegen und so weiter. Diesen Raum verbinden die ja mit dieser positiven Erwartungshaltung, gleich Glück zu haben. Also da geht es um Glück, einfach um Zufall, ne? Bei dem Glücksspiel, bei dem klassischen Glücksspiel. Bei dem klassischen Computerspiel wird es ja eigentlich um das Geschick des Spielers gehen. Also derjenige vielleicht mit Moorhuhn jagt oder Tetris oder sowas. Bei den neuen Spielen ist es allerdings jetzt so, da vermischt sich das. Da kommt es einerseits auf, natürlich größtenteils auf das Geschick des Spielers an, dann auf die Zeit, die er investiert in diesem Spiel und auf das Glück. Und diese Vermischung dadurch, ich meine, Mensch, ärgere dich nicht, ist auch ein Glücksspiel, ne, im Grunde genommen. Aber in diesen Computerspielen bin ich mehr drin. Ich bin eigentlich, ich stelle jemanden dar. Jemand kann auch sehen, wie mein Status ist, wie viele Points ich habe, welchen Level ich habe und so weiter und so fort. Ich tauche in diese Computerwelt ein und in diesem Eintauchen noch dieses Glück zu haben, ist sehr intensiv, wird das wahrgenommen. Dementsprechend ist es natürlich auch ein Problem, wenn sich das so extrem vermischt, gerade bei den MMORPGs, bei den Rollenspielen oder halt bei den Ego-Shootern. Ist es gefährlich, dort abhängig zu sein? Ist es gefährlicher, als jetzt von anderen harten Drogen, die man bisher kannte, abhängig zu sein? Oder ist es einfach eine ganz andere Art von Sucht? Ich denke, es ist eine andere Art von Sucht. Ich meine, klar, was natürlich sich, wie man Sucht definiert, ist es doch sehr ähnlich. Ne? Aber man hat natürlich bessere Chancen, einfach auch, wenn man auch relativ früh was dagegen tut. Ne? Also relativ, umso eher man gegen die Sucht was macht, desto besser ist es auch natürlich, davon wieder loszukommen. Das ist wie bei den Substanzgeschichten genauso. Ne? Was sind denn die Kriterien für Sucht überhaupt? Also Internetsucht, dieses Krankheitsbild gibt es ja noch gar nichts. Es ist immer noch eine Forschungsdiagnose, die sich sehr stark an die Kriterien von der Sucht anlehnt. Das wären so Merkmale wie, wenn das Denken eigentlich nur noch sich mit dem Internet beschäftigt, wenn die sozialen Verpflichtungen halt vernachlässigt werden, wenn die Leute aggressiv werden, vielleicht auch gereizt werden, wenn sie kein Internet haben, wenn sie häufiger schon probiert haben, auch das Internet einzuschränken, aber es nicht geschafft haben. Und ganz wichtig ist eigentlich auch, wenn sie trotz negativer Konsequenzen durch dieses Spielen, was sie haben, also schulisch sitzen geblieben, Job verloren, Partnerin hat sich getrennt oder auch Stress mit den Eltern, trotz dieser negativen Konsequenzen nicht mit dem Spielen aufhören können. Teilweise sogar schlimmer wird, weil natürlich dann der Druck größer wird, der soziale Druck größer wird und sie dem natürlich entfliehen wollen, indem sie sich noch mehr in die Computerwelt zurückziehen. Ganz generell, helfen denn Verbote oder wäre nicht Aufklärung besser? Also gegen Verbote habe ich jetzt nichts. Ich meine, auch Verbote haben ihre Berechtigung. Wobei natürlich die Aufklärung, Medienkompetenz und solche Geschichten wären natürlich auf jeden Fall besser. Jugendliche sollten natürlich schon recht früh lernen, wo die Gefahren im Netz liegen, um das halt viel besser einschätzen zu können. Was ich immer nur feststelle, ist auch gerade diese Altersbegrenzungen bei den Spielen, diese USK-Geschichten. Da geht man immer nur nach dem Gewaltpotenzial des Spiels aus und nie nach dem Suchtpotenzial. Also gerade so Spiele wie WoW, World of Warcraft, ist ein Spiel mit einem sehr hohen Suchtpotenzial, ist aber schon ab 12 Jahre. Und da würde ich mir wünschen, dass man auch das Suchtpotenzial eines Spiels mehr mit einbezieht. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in dem Buch Spaßfaktor Realität – Zurück aus der virtuellen Welt von Nils Prün. Und wenn Sie selbst oder als Angehöriger betroffen sind, auch in den Suchtfachambulanzen der Caritas, die finden Sie im ganzen Bistum verteilt. Schauen Sie einfach auf die Homepage der Caritas. Hier werden Sie schnell fündig. So, das war's von uns für diese Woche. In der nächsten Sendung nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch das Bistum Augsburg. Meine liebe Kollegin Julia Stromer hat sich auf den schwäbischen Jakobsweg begeben und stellt Ihnen in einer ersten Etappe interessante Menschen, Orte und Landschaften des Landkreises Donau-Ries vor. Seien Sie gespannt, ich bin es auch. Schönen Abend noch und tschüss, bis zum nächsten Mal.